Hallihallo, liebe Leute, willkommen zu einem neuen Projekt bei uns auf dem Kanal. Crimson Dragon auf der Xbox One. So. Was machen wir dann? Ich habe das Spiel noch nie gespielt, ehrlich gesagt. Deswegen, ja, machen wir mal einfach. Das Spiel ist von 2013. Ich wollte es mir schon länger kaufen. Ich hatte es schon länger im Visier. Jetzt hat es sich endlich mal ergeben und es freut mich, dass ich zusammen mit euch das Spiel ausprobieren kann. It was to start again. Draco was a new beginning for those fleeing an overburdened earth. Draco was a second chance. The first humans to arrive on Draco built a massive city, reshaping and taming the land. But we discovered that Draco wouldn't be so easily settled. From the planet's depths came Crimson Scale, a virus unlike anything we'd ever encountered. In the pandemic that followed, the city of our founders collapsed, with countless lives lost to sickness, panic, and fire. It was from that time that the Seekers arose, holding together the last remnants of humanity. The Seekers created Icarus Division, a group composed of those with the ability to commune with the dragons that ruled Draco. Since then, 100 years have passed. The Seekers train and organize the Dragon Riders of Icarus Division, using their skills to protect the colonies from the harsh environs of their adopted planet. Now, the Seekers and Icarus Division are all that stand between humanity and extinction. Geil. Eine Welt der Drachen. It was my first time out with Icarus Division. I've been assigned to a recon team, orders to excavate the site of an ancient ruin. Icarus Division needed someone whose experience they could count on in the wilds of Draco. Apparently, I fell short. Sorry, kid, but I need someone who knows what they're doing. Not a freshman flyer on his first set of wings. Does Command even understand the situation we're facing out here? I suppose you'll have to do. Our radars picked up an anomaly just beneath the planet's surface. Looks like some kind of ruin. Our researchers think it might predate our arrival on this planet. Who knows? Maybe we'll find something that'll help us beat Crimson Scale once and for all. My first assignment with Icarus Division had begun. Eine Flugstaffel, Icarus-Einheit zu nennen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Also, unser Radar hat eine Anomalie dicht unter der Oberfläche des Planeten erfasst. Scheint eine Art Ruine zu sein. Unsere Forscher glauben, dass sie von vor unserer Ankunft auf diesem Planeten stammen könnte. Wer weiß? Vielleicht schaltet das Bild weg, bevor wir es sehen können. Wow! Alter! Scheibenkleister. Dragon has its own personality. Yours is considered an especially gentle breed. You having any trouble handling it? Ein bisschen. Drachen bewegen, Fadenkreuz bewegen. Okay. Ah! Oh Gott! Ah! Don't let your guard down. Our sensors are picking up a strange anomaly in the area. Keep a close eye on your surroundings. Das ist ein Railgun Shooter. Da ist irgendwas Rotes. Was ist das für ein Ding? Ja! Alter, das ist cool.
Na kommt, ihr Viecher. Spürt meinen heißen Zorn. Oh Gott! A Barret Roll. Hui! Hui! Mache eine Fassrolle. Ernsthaft? Alter, was ist denn das für ein Ort? Ich werde gerade so ein bisschen von der Steuerung überrannt. What the hell is that? Deine Mutter. Ah nein, meine. Sorry. I've never seen anything like that white dragon before. Command's gonna want samples. Follow it. Whoa! Tobsüchtiger Hestrini. Okay, dass das Spiel ein Whale-Shooter ist, das war. Oh Gott. Das war jetzt das Letzte, was ich erwartet hätte. Oh Gott. What the fuck? Verschwinde! Ich mag dich nicht! Du hast keine Macht über mich. Ich hab einen geilen Drachen. Oh Gott. Ist das alles, was du drauf hast? Was für Bojen! Alter! Ah Gott, wieso explodiert? Wieso muss immer alles explodieren? Ah. Leute, ich kann euch sagen, ich habe noch nie so eine Steuerung gehabt. Ich weiß nicht mal, was ich hier mache. Fliege ich den Drache oder fliegt der Drache uns? Ich habe keine Ahnung. Ah. Oh oh. Das geht mir gerade alles ein bisschen zu schnell. Was ist hier los? Oh Mann. Ich weiß nicht mal, wie ich ausweiche. Ich weiß nur, dass ich irgendwie ausweiche. Oh, doch nicht. Scheiße, ich dachte, leer wäre schon schwierig. Jetzt reicht's.
Bam, S. Bestwertung. Bitch. Alle, wir wollten proben. What the fuck? Wow. Das war cool. It's said that the riders of Icarus Division speak the language of dragons. In our dreams, it was easy to believe we had become dragons ourselves. The Crimson Scale virus changed us, shaped us into something else, something more. On the back of a dragon, it was easy to feel invincible. But the White Phantom was an eternal reminder that we were only human, and that Draco was not our home. Draco would never be our home. Das sieht aus wie so eine Mischung aus Drachen und weißem Hai. Wow. Ist mal was anderes. Hallo. Ich bin Drachenreiter. Das kriege ich sehr oft gesagt, dass ich ein Glücks... nein, Moment. Ich kriege eigentlich immer gesagt, ich bin ein Pechvogel. Dabei bin ich ein Glückspilz. Endlich erkennt einer meinen wahren Wert. Anyway, that was then. And now isn't the time for a history lesson. I'm Sana, your new commanding officer. Fall in line, fly straight and follow my orders and we won't have any problems. Ich bin der einzige Überlebende und du wirst meine Kommandantin? Das ist ein bisschen unfair. Let's talk about your next assignment. We haven't been able to track the White Phantom or this White Reaver since they took out your squad. But we're hearing chatter of possible sightings in nearby regions, with subsequent increase in infection rates. We don't have confirmation from the researchers in command, but between you and me, there's no doubt in my mind that these beasts are spreading the virus. Our latest report indicates a highly infectious Crimson Scale outbreak in a heavily populated region. Command is concerned the creatures nearby have been infected. We can't risk another widespread outbreak, recruit. We need you out there. We can't risk letting any carriers travel outside this region to spread the virus further. You're the only person we've got that survived an encounter with the White Phantom. With a little luck, you might even be able to help us finally put a stop to this thing. Klar, schick den unerfahrenen Rekruten hin. So, Drachenhöhle. Ich glaube, da kann ich meine Drachen auswählen. Drachen füttern, Wingman anheuern, Drachen verbessern. Ach, da muss ich grinden. Ach, dann fütter ich nochmal. Ja. Von Glut zu Wind, also Feuer zu Wind, das ist cool. So. Das ist geil. Okay, das werde ich nicht alles vorlesen. Oh, da gibt es eine kleine Auswahl. So, Korallensee Ost. Dann gucken wir doch mal.
Feindliche Kreaturen. Ich frage mich, was das Grüne und was das Rote heißt. Okay, die Rekrutenpflicht. Diese Mission werden wir noch machen. Uns wurde berichtet, dass ein weiser Plünderer bei den Seen in der Nähe gesichtet wurde. Das Kommando befürchtet, dass er die wilden Tiere in der Gegend mit Rotschuppen angesteckt hat. Sieh nach und töte jegliche Kreaturen, die sich infiziert haben. Wir können keine weitere Pandemie riskieren. Okay, dann starten wir mal. So, das ist der gleiche Text wie eben. Brauche ich nicht nochmal vorzulesen. Aber der Korallensee, da haben wir ja den Anfang gesehen. Also, als der Drache da geflogen ist. Okay, nachdem ich das gesehen habe, werde ich mich nie wieder über meine Stechmücken beschweren. Verreckt, ihr Schweine! Oh Gott! So. Bam! Oh Gott! Das sind ein paar... Das ist eine geile Musik. Beruhigend. Den Geschossen ausweichen, das wäre doch mal eine Idee. Oh oh. Oh Gott! Okay. Da kommt irgendwas von hinten. Okay, es sind also immer wieder so ein paar kleinere Aufgaben. Wir stecken ja nur ein. Wow! Hilfe! Okay, die Flugsteuerung ist echt für den Arsch. Die hätten sie komplett weglassen können, meinetwegen. Nein! Kommt mir bekannt vor. Ach, das geht schon. Okay, den habe ich nicht geschafft zu töten. Ist das gut oder schlecht? So eine geile Welt. Aber das Kartendesign ist geil. Komm schon. Seltene Kreatur entdeckt, ist mir egal. Ich habe einen Drachen, ist mir egal. Ah, verreckt! Ist das alles, was ihr drauf habt? Verrecke doch!
Lass mich doch nicht von einer Mücke besiegen. Ich habe einen Drachen. Ist ganz zufriedenstellend. Ach so, da geht's noch weiter. Okay. The Crimson Scale pandemic ended long before I was even born, but minor outbreaks were a constant danger on Draco. Most of the infected die a quick death. They're the lucky ones. There are those the infection doesn't claim. They survive the sickness, living, if it can really be called that, in a sickly, weakened state, marked with the scaly lesions that gave the disease its name, never truly recovering from the ravaging effects of the virus. And then there are those like me, the Dragon Riders of Icarus Division. I was just a child when Crimson Scales struck my village. I could only watch, helpless, as my entire village succumbed to it, one by one, until I was alone. But the fever passed quickly for me. I awoke stronger than ever, and found I was able to commune with the dragons that ruled Draco's skies. It was then my destiny was written. Okay, also die einen werden von der Krankheit getötet. Die anderen ein Leben lang gezeichnet und einige wenige werden zur Auserwählten der Drachen. Ist auch interessant. Nice work out there, kid. Maybe you're not as helpless as you look. Look, I know you didn't choose this life. None of us did. The fact is, Draco doesn't want us here. Every creature on this planet, from the biggest dragon to the smallest, wants us gone. But you, me, and the rest of Icarus Division are the last hope for this little slice of humanity, and we're not going anywhere. Your abilities give you a chance at survival, but you need to work with your dragon if you want to up your odds. The dragons are truly incredible. They grow fast and learn even faster, depending on the amount of battle experience they gain. But their real power comes from their ability to adapt. Feed your dragon a sample of a creature you've encountered, and they'll evolve new abilities. Our researchers at the capital think this allows them to adapt to a variety of habitats. Some riders go for increased offensive power, others for a strong defense. Just pay attention to your dragon, and it'll let you know what it needs. Good. In any case, I'm expecting great things from you. Just make sure you don't let me down. Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt so ein Dogfight-Spiel vorgestellt, halt nur mit Drachen. Dass das jetzt ein Railgun-Shooter ist, hätte ich jetzt nicht erwartet. So, mal gucken, ob ich den verbessern kann. Ja! Ah nein, mir fehlt noch ein Vespinensamen. Und er muss Level 10 sein, okay. So, mit ein bisschen Glück steigt er in der nächsten Folge auch auf. Ich glaube schon, dass das was wird. So Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, das Projekt ist interessant für euch und ihr bleibt dabei. Mich hat es auf jeden Fall gepackt jetzt. Die Idee gefällt mir einfach gut. Ob die Umsetzung auch gut ist, werden wir dann in den nächsten Folgen sehen. Ich bedanke mich nochmal bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid mit dabei, wenn wir die Icarus-Einheit wieder zu neuer Größe führen. Oder geführt werden. Naja. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.